Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit von Tobel. Heute sprechen wir über China. Das ist nämlich ein Markt mit sehr viel Potenzial. So sieht das zumindest von Tobel. Zuletzt gab es ja einige Negativschlagzeilen wie die Krise des Immobilienriesen Evergrande oder Regulierung des Staates. Außerdem wurde die Liste mit Unternehmen, mit denen US-Firmen keine Geschäfte tätigen dürfen, erweitert. Wie Sie jetzt in China investieren können, das verrät uns mein Gast David Hartmann von Tobel. Und ich fange direkt an mit der ersten Frage, Herr Hartmann. Ich habe jetzt einige negative Dinge genannt. Woher schöpfen Sie denn Ihre Zuversicht für steigende Märkte in China? Ja, unsere aktuelle Zuversicht, was die potenzielle Entwicklung der Volksrepublik China angeht, die schöpfen wir vor allem im Hinblick auf den aktuellen Fünfjahresplan, in dem wir uns derzeit befinden. Wenn man sich das Ganze mal im Detail anschaut, dann sieht man doch schon eine ganz klare Vision und Strategie, die die Pekinger Zentralregierung eben mithilfe dieses aktuellen Fünfjahresplans anstrebt. Also man, grob gesagt kann man sagen, man möchte eigentlich von diesem Image, das man derzeit innehat, dass man so die Werkbank der Welt ist, weg und möchte ganz klar zu einer reinen Technologieführerschaft. Das heißt, man möchte Hightech-Produkte anbieten, wie zum Beispiel der Bereich 5G oder die Cloud oder eigentlich alles, was mit den Bereichen Technologie zu tun hat. Und das sind natürlich absolute Zukunftsthemen. Von daher sind wir alles andere als pessimistisch gestimmt, was da die potenzielle Entwicklung in China angeht. Nochmal zu den Belastungsfaktoren. Der Handelsstreit mit den USA, Beschränkungen für chinesische Unternehmen, die gerne in New York an die Börse gehen würden, das hat das Vertrauen der Anleger geschwächt. Stellen diese Faktoren für Sie keine schwerwiegenden Probleme dar? Ja, ist schon so. Also auch wenn man sich jetzt mal den Handelsstreit mit den USA anschaut, ist ja damals unter Präsident Donald Trump ziemlich eskaliert. Dann hatte man so die leise Hoffnung, dass unter Joe Biden sich vielleicht die Lage auch ein bisschen beruhigt. Jetzt wissen wir schon mehr und haben erkannt, nein, Beruhigung ist derzeit nicht angesagt. Aber was uns dennoch optimistisch stimmt, ist die Tatsache, dass doch China dann jetzt auch aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Also damals aufgrund des Handelsstreits kam es natürlich zu Sanktionen. US-Firmen wurde es verboten, chinesischen Unternehmen gewisse Dinge zu liefern. China hat dann erkannt, dass man doch relativ abhängig ist von ausländischen Zulieferern. Und das ist auch ein ganz zentraler Punkt des aktuellen Fünfjahresplans, dass man eben diese Unabhängigkeit eben zukünftig nicht mehr haben möchte, sondern auf sich selbst gestellt sein möchte. Und das betrifft jetzt eigentlich auch alle Bereiche des Lebens. Also da ist jetzt nicht nur die Technologiebranche von betroffen, sondern das kann man runterbrechen bis zu den Grundbedürfnissen. Im Endeffekt möchte man völlig autark sein und auch die Lebensmittelproduktion zum Beispiel in der eigenen Hand haben. Sie haben jetzt schon zwei Branchen genannt. Welche Branchen profitieren außerdem von dem Fünfjahresplan? Ja, es sind natürlich schon diese zukünftigen Schlüsselthemen, die uns immer mehr in unseren Alltag auch Einzug halten werden. Als Beispiel könnte man hier vor allem mal die Elektromobilität nennen. Also China ist zum Beispiel der wichtigste und auch größte Automobilmarkt der Welt. Wir haben die Situation, dass in Europa, in den USA, haben wir schon eine relativ hohe Dichte an PKWs. Das heißt, die Märkte sind gesättigt. Im Gegensatz dazu ist in China die Situation so, dass noch viele Personen überhaupt gar kein PKW besitzen, aber die Anschaffung schon zukünftig anstreben. Das bedeutet, dort ist relativ viel Neukundenpotenzial. Auf der anderen Seite möchte auch China die Klimaneutralität erreichen. Das bedeutet, man wird zukünftig natürlich nicht mehr auf Verbrennungsmotoren setzen, sondern dort auch auf alternative Antriebe, wie jetzt beispielsweise die Elektromobilität. Hier sind chinesische Hersteller schon führend und werden eben auch zukünftig auf eine noch größere Nachfrage in ihrem Heimatmarkt treffen. Wie können interessierte Anleger denn herausfiltern, in welche Branchen man investieren kann und in welche nicht? Ja, da ist ja die gute Nachricht, dass wir eben über unseren Index, den wir gleich vorstellen werden, über den von Tobel China New Vision Index Ihnen die Arbeit abnehmen. Sie müssen kein eigenes Research betreiben, sondern wir übernehmen die Arbeit für Sie und Sie können eben über das Produkt, das wir dann auch zeigen werden, in den Index investieren. Dann zeigen wir es mal und gerne würde ich noch von Ihnen wissen, Herr Hartmann, welche Unternehmen sind denn in dem Index und nach welchen Kriterien wählen Sie die eigentlich aus? Also grundsätzlich gibt es einen Index in dem Universum, das besteht aus 800 großen bis mittelgroßen chinesischen Unternehmen.
Das sind auch alles A&H-Shares, das heißt wirklich chinesische Aktien, die dem Index Universum zugrunde liegen. Und dann wird einfach geschaut, wie sehr können diese Aktien eben von dem aktuellen Fünfjahresplan profitieren? Wie sehr decken sie die Anforderungen, die da von der Zentralregierung gestellt werden? Das heißt, im Technologiebereich müssen zum Beispiel das Unternehmen sein, die einen unheimlich hohen Innovationsgrad haben. Aber auch zum Beispiel der Wohlstand der eigenen Bevölkerung soll im aktuellen Fünfjahresplan gestärkt werden. Und wenn ein Unternehmen natürlich da auch einen maßgeblichen Beitrag zu leistet, dann hat es auch die große Chance, eben in das Index, in den Index aufgenommen zu werden. Und wie können Anleger darauf setzen? Genau, wir haben Open-End-Partizipationszertifikat auf den von Tobel China New Vision Index, mit dessen Hilfe Sie eben an der Wertentwicklung des Index teilhaben können. Sie haben jetzt schon gesagt, dass Sie ordentlich Research betrieben haben, um Unternehmen auszuwählen. Was lässt sich von Tobel denn die Investition kosten und welche Chancen ergeben sich daraus für Anleger? Ja, klar, wir machen das auch nicht umsonst. Über das Produkt gibt es eine Managementgebühr von 1,25% per anno, die die Wertentwicklung des Produkts ein bisschen schmälert. Dafür haben Sie eben aber auch die Chance, wirklich an der Wertentwicklung eines breit diversifizierten chinesischen Portfolios teilzuhaben. Wir nehmen Ihnen die komplette Research-Arbeit ab und Sie haben auch den Vorteil, dass Sie eben über das Zertifikat innerhalb von nur einer Transaktion wirklich in ein breit diversifiziertes Portfolio investieren. Auf der Risikoseite, die muss man natürlich auch ansprechen. Sie haben ein Marktrisiko, analog wie wenn Sie sich jetzt die chinesischen Aktien selbst kaufen würden. Da ist leider nicht garantiert, dass die Aktien steigen werden. Kommt es eben zum Fallen der Aktien, dann können Sie natürlich auch ein negatives Investitionsergebnis erzielen. Auch analog zu einem Direktinvestment in chinesischen Aktien gehen Sie natürlich auch ein Währungsrisiko ein, da diese Aktien, die im Index enthalten sind, eben nicht in Euro notieren, sondern in Fremdwährung. Zertifikate-spezifisch ist immer das Emittentenrisiko zu nennen. Und was man auch sagen muss, es ist zwar eine Open-End-Struktur, aber der Emittent behält immer sich das Recht vor, das Produkt auch zu regelmäßigen Abständen zu kündigen. Herr Hartmann, gibt es außerdem was zu dem Produkt zu sagen oder vielleicht haben Sie auch einen Hinweis, für welche Anlegergruppe sich das Produkt besonders gut eignet? Ja, so grundsätzlich von der Struktur ist es schon auch, sind diese Partizipationszertifikate schon relativ einfach zu verstehen. Es ist nicht sehr kompliziert. Also steigt der Index, dann steigt auch gewöhnlich der Wert des Zertifikats, fällt der Index, dann wird auch der Zertifikatewert fallen. Deswegen die Struktur ist nicht sehr komplex. Es ist vor allem etwas für Anleger, die eben eine einfache Möglichkeit suchen, dann in chinesische Festlandsaktien zu investieren. Und an wen richtet sich das Produkt konkret? Also an jeden, auch an Neustarter quasi, die jetzt gerade im Zertifikatebereich sich durchtasten? Ja, selbstverständlich. Also wie gesagt, durch die Einfachheit, da gibt es wesentlich komplexere Strukturen. Da kann man sich schon mal dann auch an so ein Open-End-Partizipationszertifikat drantrauen. Und selbstverständlich stehen wir auch immer mit Rat und Tat zur Seite. Das heißt, selbst wenn man es nicht versteht oder da auch Unsicherheiten bestehen, dann haben wir natürlich selbstverständlich auch eine Service-Hotline, bei der Sie gebührenfrei dann immer anrufen können. Und dann erklären wir das selbstverständlich auch noch mal gerne. Es ist natürlich auch ein Service, den vor allem dann auch Anfänger in dem Bereich gerne in Anspruch nehmen. David Hartmann, vielen herzlichen Dank für den Hinweis und Ihre Antworten. Ich danke Ihnen. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal zu einer Anlageidee mit von Tobel.